Ich habe vorgeschlagen, dass man eine Art One-Stop-Agency einführt. Also einen Schalter, bei dem der Investor ankommt und nach einer gewissen Zeit durch alle Institutionen dieser Stadt geführt wurde, damit er nach einem bestimmten Zeitraum eine Entscheidungsgrundlage hat. Wir haben jetzt schon so etwas, was in die Richtung geht, aber da ist noch viel Luft nach oben. Wir müssen auf alle Fälle freundlicher werden gegenüber Wirtschaft, denn wir sind eine Stadt mit unheimlich vielen Qualitäten, Standortqualitäten für große Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn braucht einen anderen Stellenwert. Der Oberbürgermeister muss das zur Chefsache machen. Ich werde es zur Chefsache machen, in einen ständigen Dialog treten, den ich schon vor vielen Wochen begonnen habe. Diesen Dialog möchte ich gerne, wenn ich zum Oberbürgermeister gewählt werde, fortsetzen, auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, dann über die Interessenvertreter, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, damit eben so etwas, was bei Haribo und Zürich passiert ist, nicht wieder passiert. Ich glaube, dass die städtische Wirtschaftsförderung innerhalb der Verwaltung nicht den Stellenwert hat, den sie haben sollte. Wenn ich Oberbürgermeister werde, wird die städtische Wirtschaftsförderung verstärkt. Sie wird einen Platz im Verwaltungsvorstand bekommen. Erster Wirtschaftsförderer muss aber der Oberbürgermeister selbst bleiben.